Wegen ihrer hohen sozialpolitischen und wirtschaftlichen Bedeutung ist die Elementarschadenversicherung detailliert gesetzlich geregelt. Basis dafür bilden das Versicherungsaufsichtsgesetz VAG und die Aufsichtsverordnung AVO. Diese wollen wir uns im Folgenden genauer anschauen. Widmen wir uns zuerst dem Versicherungsaufsichtsgesetz VAG. Basis für die Bestimmungen zur Elementarschadenversicherung bildet der Artikel 33 VAG. Er besagt, dass alle Gesellschaften, die in der Schweiz die Feuerversicherung anbieten, verpflichtet sind, gleichzeitig auch Elementarrisiken in die Versicherung mit einzuschließen. Nun kommen wir zur Aufsichtsverordnung AVO. In der AVO regeln Artikel 171 bis 176 die konkrete Ausgestaltung der Elementarschadenversicherung. Das heißt, in der AVO sind die versicherten Gefahren und Sachen sowie der Deckungsumfang, Ausschlüsse, Selbstbehalte und Leistungsbegrenzungen definiert. Naturgefahren sind in der Schweiz ungleich verteilt. Im Mittelland ist eher mit Überschwemmungen oder Sturm zu rechnen, in Berggebieten kommt es eher zu Steinschlag oder Lawinen. Trotzdem zahlen alle jeweils die gleichen Prämiensätze. Diese Einheitlichkeit ermöglicht den Versicherten in besonders gefährdeten Gebieten überhaupt erst, sich zu tragbaren Prämien gegen Elementarschäden zu versichern. Wir nennen dies die Solidarität der Versicherungsnehmer. Was dies beinhaltet, schauen wir uns jetzt genauer an.
Kommt es zu einem schwerwiegenden Naturereignis, sind die Versicherungsunternehmen je nach Marktanteil im geschädigten Gebiet unterschiedlich davon betroffen. Ausgleich schafft der bereits 1936 gegründete und weltweit einmalige Elementarschadenpool. Dieser ermöglicht die Solidarität unter den Versicherungsunternehmen. Dies funktioniert folgendermaßen. In der AVO Artikel 176 sind Leistungsbegrenzungen definiert, um die Entschädigungen der Versicherungsunternehmen bei einem Großereignis zu begrenzen.